Hallo. Hallo. Guck mal. Heute bin ich mal nicht daheim, sondern in Stockach-Wadis bei Benno von Stein im Hi. Neuen Showroom. Ich finde es super, dass ihr hier seid und uns hier besucht im neuen Showroom. Ich freue mich total, weil es ist schön, mal daheim rauszukommen und auch zu sehen, was ihr hier aufgebaut habt. Den Showroom gibt es noch nicht sehr lang. Im Prinzip seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen. Mhm. Und das ist eine Idee, einfach die komplette Schaffenskraft von mir als Designer zu zeigen und Menschen, die Bock auf meine Sachen zu haben, einzuladen, sich hier umzusehen, die neuen Teile anzuprobieren und sich begeistern zu lassen. Und das begeistert auch mich und deswegen probiere ich jetzt erstmal was an. Tja, die sitzen. Gil? Ja. Dies Kleid ist ganz neu. Ganz neu. Ja, und zwar gab es das auch in einer etwas längeren Version. Das war dann diese, ne? Also okay. Für deutlich länger. Das war unsere erste Kollektion mit dieser Art von Kleidern. Und es sind viele Frauen auf uns zugekommen, sie würden das gerne ein bisschen kürzer haben, um ihre schönen langen Beine zu zeigen. Ich glaube, ich finde es auch kürzer besser. Ja. Und das ist jetzt eben auch neu mit einem neu konstruierten Plissi-Kragen. Was ich sehr schön finde, ist, dass er oben anliegt und dann die Optik sich so eben eröffnet, dass so ein schönes Collier, so wie du es das jetzt auch trägst, wunderbar dazu kombinieren kannst. Mein Favorite sind einfach schöne Stulpen, ja, die total gut funktionieren in einem Material. Das hat Mikroporen, da schwitzt du eben auch nicht so und so dort drin. Material? Das ist auch ein Kunstleder. Das ist so eine kleine Eigenentwicklung, weil uns immer auch gesagt wird, ja, Kunstleder, Plastikplane, da schwitzt man halt so sehr drin. Und durch die Mikroporen ist das halt reduziert. Und das Lochleder ist sowieso durchlässiger durch die ganzen Punch. Genau, ist auch ein Kunstleder und ich kombiniere das immer ganz gerne, weil ich dann eine Optik habe, durch solch eine Naht, eine Empire-Linie oder eine Taille nochmal neu zu betonen. Der Mann hat Ahnung, da steckt Ahnung dahinter. Ich habe es gelernt und aus gutem Grund setze ich auch meine Designs mit dem Know-how um. Ja, das mag ich ja an den Sachen von dir, dass alles mit Druckknöpfen ist, das ist super schnell anzuziehen, super schnell auszuziehen. Mhm. Alles Größen verstellbar, teilweise variabel und das mag ich einfach. Ist eigentlich auch das Konzept Reißverschlüsse und Druckknöpfe, bleiben die Haare ganz wenig drin hängen. Ja. Jeder Klettverschluss ist ja auch der natürliche Feind von einer. Ich habe mich jetzt mal umgeguckt, was ich anziehen möchte und ich habe das hier entdeckt und ich habe gehört, das ist ein Prototyp. Das ist mein neuestes Gebiet, in dem ich forsche. Ein Halskorsett, passend zu einem Taillenmieder und einem kleinen Oberharnis, weil den kann man einfach genau so an- und ausziehen. Wir können ja mal gucken, wie es dir ja steht. Ich bin gespannt. Okay. Ich bin normal kein Fan von Halskorsetts, weil ich einen relativ kurzen Hals habe. Aber ich probiere es jetzt halt. Und ich habe noch keinen Spiegel, von daher. Kommt auch immer drauf an, wie eng du das tragen willst. Ich mache es jetzt noch nicht ganz bis zum Anschlag. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Nein, ist okay. Ich werde wahrscheinlich nie ein großer Fan von Halskorsetts, aber ich muss sagen,
passt ganz gut, vor allem auch zum Rest. Und die Farbe, die ist cool. Ist mal was anderes als schwarz, ist trotzdem nicht allzu wild. Ich finde das dunklere Silber von meiner persönlichen Präferenz her ein Tick toller, weil es einfach näher an schwarz ist. So ist es halt. Aber die Kombi ist cool. Das ist nicht ganz so ein harter Kontrast wie zwischen dem hellen Silber und Schwarz zum Beispiel. Und ich krieg noch Luft, ja. Das ist kein Problem. Und es ist auch nicht unbequem. Also, bevor wieder die ganzen Fragen kommen. Was fandet ihr denn besser mit oder ohne Halskorsett? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich fühle mich auf jeden Fall etwas wohler ohne Halskorsett, aber wir gehen auch nochmal auf Schwarz zurück, weil Taillenkorsett und Body in Schwarz ist, glaube ich, auch nochmal ganz cool. Die optionale Leine. Die glitzert. Und das ist natürlich reine Geschmackssache. Genau. Ich glaube, das finde ich schon auch ein bisschen cooler als das Silberne vorher, einfach weil ich schwarz mag und es ist so rockig irgendwie. Ich finde das vom Detail her super cool mit diesem asymmetrischen Reißverschluss hier und diesem Jumpsuit, whatever. Ich finde es mega. Es ist auch super bequem. Okay, das ist vom Material her was? Du trägst ein Body aus Kunstleder. Kunstleder? Aber dieses neue, von mir entworfene Korsett ist ein Echtleder. Echtleder. Innen Kunstleder kaschiert, ja. Weil die Stangen sind zwischen den beiden Materialien verklebt und dann genäht, so dass diese Funktion eben auch ist. Aber das kann ich nur mit einem wirklich schönen durchgefärbten Rindleder. Okay. Wäre es nicht eine super Idee, wenn man echtes Leder stretchen könnte? Ja, und es gibt es auch am Markt. Es gibt unterschiedliche Qualitäten von Stretchleder und ich zeige dir einfach mal das, die beste. Da? Genau, ein wirklich gutes Lamm-Napper-Stretchleder ist einfach von dem Tragekomfort unerreicht. Diese Qualitäten würde ich auch ungerne konfektionieren, weil ich die Großartigkeit von dem Material in Verbindung mit Maßanfertigung und mit dem optimalen Schnitt und der Passform am besten finde. Ich huldige ja auch diesem Material und meine Qualität, seit 30 Jahren Herrenmaßschneider zu sein, ist es auf den Punkt zu bringen, das Optimale herauszuholen und dieses Körpergefühl, was sich dadurch einstellt, das ist eigentlich das, worum es geht. Ich nehme Maß, ich mache die Beratung und ich höre genau hin, welches Bedürfnis da ist. Und wenn die Möglichkeit für hier hinkommen besteht zu unserem neu eröffneten Showroom, ist es optimal. Ich habe alle Materialien da, ich habe alle Modelle da. Es ist die komplette Auswahl aller Designs, die ich überhaupt gemacht habe. Sowas kann ich auf einer Messe nicht präsentieren. Alles klar, dann los. Yes. Dieses Stretchleder. Das kann ist man, jetzt Stretchleder. Genau, das kann man auch stretchen. Wirklich stretchen. Und das ist so cool. Das, was ich anhabe, ist übrigens auch Stretchleder. In es Rot. Ist von innen mit einem, ja, fühl mal, mit einem Trägermaterial ausgerüstet, was Leder stretcht sich schon, aber es springt nicht wieder zurück. Und diese kaschierten Innenstoffe sind halt so, dass sie das Leder immer wieder in die Form zurückziehen. Und man schmitzt deutlich weniger in dem Material. Ich habe mich hier mal in die Männerabteilung geschlichen und gibt auch ein bisschen was in Lack.
und schicke Hosen, wie ich finde, für Männer. Ganz viel. Ach, guck mal, auch Lederjacken und Masken und, ja gut, Harnisse. Ob mit oder ohne Glitzer gibt es, glaube ich, bald. Ah ja, hier ist auch einer ohne Strass. Schon sehr viel Auswahl auch. Ja, ach, das hat hinten Netz sogar. Ah ja, und ärmellos. Und, was ich entdeckt habe, kennt ihr vielleicht aus dem anderen Video, den schicken Catsuit. Jetzt noch mal was zusammengestellt hier und bin all in gegangen. Also es ist eine Leggings und ein Mantel und wir haben ein Korsett draufgezogen. Mal ein ganz anderer Look, aber ich finde es auch sehr cool. Eigentlich ist mir der Mantel ein paar Nummern zu groß, aber durch das Korsett merkt man das gar nicht. Mit dem Outfit verabschieden wir uns jetzt auch. Vielen Dank für die Einladung hier. Schön, dass ihr da wart. Ja, es war so schön hier im Showroom. Also man kann echt alles anfassen, angucken, anprobieren, beraten werden. Mhm. Auch mit der Maßschneiderei. Echt super cool. Mhm. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt vorbei. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt vorbei, kommt rum hier bei Benno von Stein. Und wir trinken jetzt noch einen Kaffee. Wunderbar, gerne. Und sagen Tschüss. Bye.